Nach dem Tod meiner Mutter wurde mir erst richtig klar, wie wichtig Familie eigentlich ist. Dann lernte ich Jessica kennen und auf einmal waren wir zu dritt. Ab 8. Lebenswoche könnte man die sechsfach impfen. Sein Kind auf einen Streich gegen 6 grässliche Krankheiten impfen? Da ist doch ein prima Angebot. Ich habe einfach Respekt vor dem Zeug, weil ich keine Ahnung habe, ob es wirklich so gut ist. Ich würde einfach auf die Ärztin hören. Der vertraust du doch sonst auch. Ich will rausfinden, ob es seriöse Argumente für Jessicas Impfskepsis gibt. Lass mich das gerade noch fertig lesen, bitte. 98% aller Kinder kriegen die Impfung. Wenn die nicht impfen würden, hätten sie in jeder Nachbarschaft 3 Kinder, die an Diphtherie gestorben wären. Das heißt, sie impft nicht gegen Masern. Bis jetzt nicht. Das geht einfach nicht. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis die Kleine auf gefährliche Erreger stößt. Masernalarm. Feuerwehr und Notarzt sind im Einsatz. Ein neu zugelassener Impfstoff für Säuglinge. Da traten Todesfälle auf. Wir wollen Sie doch jetzt impfen, oder? Ich liege Nächte davon wach. Ich will nicht so. Hepatitis B über Fixerspritzen. Man muss halt schauen. Ja. Man muss durch den Sandkasten gehen und richtig schauen, dass da nichts ist. Na super. Jessica will nicht impfen und jetzt muss ich hier die Fixernadel im Sandkasten suchen. In Westafrika stoße ich auf innovative Forschungsergebnisse, die das Impfen grundlegend verändern werden. A specific vaccine is not just against a specific disease, it modulates the immune system. Seitdem ich Vater bin, musst du nur mal aufs Klo? Ja. Führe ich nicht mehr die Regie in meinem Leben. Papa kriegt eine Spritze, weißt du, wie in deinem Arztkoffer zu Hause. Jetzt zwickt's einmal. Willst du jetzt auch eine Spritze? Nee.